Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, gucken wir uns erstmal einen Clankriegsangriff an. Gruß geht auf jeden Fall raus an die Kollegen von Talentfrei, also Kollegen, Kolleginnen und so weiter. An den Clan Talentfrei, komm aus Österreich. Grüße gehen raus, vielleicht guckt ja einer zu. Jo, gucken wir erstmal den Magmarok. Aber ihr habt es ja schon im Titel gesehen und auch schon im Bildchen gesehen. Ich habe alles ausgegeben, Leute. Alles rausgeballert. Und zwar kann man ja mal während des Angriffes hier gucken, was die Leute so equipped haben an Equipment, an Ausrüstung für die Helden. Und wir gucken auch mal hier. Magmarok hat noch, ich nenne es mal so, das alte Zeug drin. Magmarok hat noch so das alte Zeug drin. Und was aber nicht so schlimm ist, ich habe jetzt schon aufs neue, ich habe schon aufs neue Zeug gesetzt, werde ich euch auch gleich mal zeigen, wie ich mich damit schlage. Und aber lasst uns erstmal den Angriff hier durchgucken. Und ja, okay. Ja. Ach die, ja. Ach so, ja, okay, kein Kommentar. Aber sie funktionieren noch. Immer noch. Okay, jetzt habe ich mir natürlich gleich den richtigen Angriff rausgesucht, aber naja, was willst du machen? Was hat er dabei? Er hat noch einen Wurzelzauber dabei. Okay. Mal sehen, was er hier noch reinwurzelt gleich. Welche Ecke? Ich kann mir schon vorstellen, dass es die hier unten ist, wo jetzt gerade der letzte Wurzelkrieger verstirbt. Macht er auch hier unten. Perfekt. Gleiche Gedanken mittlerweile hier im Clan. Und dann geht das hier munter weiter. Noch mit dem Royal Champion, der noch mit der anderen Fähigkeit da ist. Aber wir werden uns gleich die letzte Fähigkeit anschauen, beziehungsweise die neue epische Fähigkeit anschauen. Natürlich habe ich den Pass nicht gegammt, Leute. Ich bin ja nicht von vorgestern, sondern habe gestern Abend ordentlich gespielt. Ich habe richtig reingehauen. Habe mich auch wieder gefreut, muss ich sagen. Wir hatten ein cooles Motto. Levelt den Speer. Denn man kommt nicht ganz hin mit, wenn man alles voll hat, kommt man nicht ganz hin. Also wir mussten ein bisschen spielen. Wir haben nicht gejammt oder so. Aber wir mussten halt doch ganz nett in den Pass reinspielen. Ich bin jetzt heute eben das erste Mal überhaupt wieder im Spiel drin gewesen. Und habe mir das Ganze angeguckt. Aber ich möchte den Speer ganz gerne mal sehen, weil ich habe ihn noch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Ich habe ihn noch nicht ganz verstanden. Deswegen üben wir den gleich mal kurz in einem Übungsangriff auf uns selber. So kann man es ja ganz gut machen. Und dann sehen wir, was er tatsächlich macht. Okay. Man kann ja auch nichts equippen, ne? Man kann, glaube ich, nichts equippen, ne? Man kann nicht das komplette Equipment rausnehmen, oder? Glaube ich zumindest. Man kann nicht das komplette Equipment rausnehmen, aber das, was ich euch gesagt hatte, sehr schöner Angriff übrigens, ist, dass ich mich hier unten, ihr seht das, ich so ziemlich auf Null gefarmt habe. Also so ein bisschen habe ich jetzt schon wieder drin, ja, aber das ist nicht the yellow from the egg, würde ich sagen. Und allerdings ist auch nicht the yellow from the egg, dass mein Stuhl gerade wieder abpfeift, deswegen mache ich einen kurzen Cut. Warte, wo ist meine F9-Taste da? So, jetzt haben wir wieder angenehme Sitzhöhe. Und man kann ja nichts equippen, aber ich habe den jetzt mal equipped hier. Man kann ja das jetzt nicht rausziehen und kann sagen, ich mache jetzt mal nur eins. Also wenn ich das jetzt hier nehme, dann kann ich es nur equippen, also ausrüsten. Aber ich habe es ja ausgerüstet. Aber ich kann es halt nicht derüsten, sodass man jetzt, sage ich mal, gar nichts hätte. Also probieren wir das Ganze mal aus. Aber wir equippen doch mal kurz um. Und zwar nehmen wir, jetzt muss ich mal gerade schauen, das war das königliche Juwel, was der noch mal machte. Erhält Trefferpunkte zurück. Okay. Erhält nur Trefferpunkte zurück. Die nehmen wir mal mit rein eben. Und dann greife ich mich mal kurz selber an. Wo mache ich das noch mal hier? Herausfordern. Mich selber. So. Und dann greife ich mich auch mal eben selber an. Und dann gucke ich mir mal an, was die andere Fähigkeit denn eigentlich macht. Gehen wir hier mal mit dem Royal Champion rein. Oder ist das jetzt gegen den Held nicht so gut? Ist vielleicht gegen den Held nicht so gut. Machen wir. Na, von der Seite ist auch nicht so toll. Okay, das ist jetzt auch egal von welcher Seite. Okay. Gehen wir mal rein mit Lux. Noch ist das Ding ja nicht so dolle hier, sondern
wenn ich ihn auflöse, dann habe ich, jetzt habe ich die 8 Schüsse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ne, das überlebt die gar nicht. Das überlebt die gar nicht. Okay. Ja, weil die Def ist einfach da unten ein bisschen zu stark. Okay. Aber man hat es, glaube ich, gesehen. Es sind 8 Schüsse, die die dann absetzt. Doof ist natürlich, wenn es genau gegen Helden geht. Und deswegen equippen wir wieder um. Und gehen trotzdem auf die hier. Machen wir hier rein, auf die andere Puppe. Und ich hatte natürlich jetzt so viel von den Erzen über, weil ich auch weder den hier gelevelt habe, noch den Fußball hier gelevelt habe oder den Stachelball. Ist halt so, ich habe nicht jetzt wirklich drauf gewartet, auf die nächste Epische, aber es musste ja mal eine Epische kommen für die Gladiatoren, deswegen gehen wir mal rein. Ich habe eben noch gedroppt, sonst wäre ich jetzt in der Pseudo-Legende, wo ich natürlich auch nicht so gut aufgehoben bin. Aber hier wurde schon mal ein bisschen rumgewurzelt, sehe ich gerade. Und dann können wir den mitnehmen hier. Zack. Der schießt natürlich ein bisschen eher da. Okay. Der schießt da ein bisschen eher. Und wir haben hier unten 3 Helden. Okay. 1. 2 vielleicht schon mal auf den. Ja, passt. Sehr schön. Und geht jetzt schon auf den dritten Helden da. Okay. Oh. Habe ich gar keinen Mauerbrecher gesetzt jetzt. Okay. 1, 2. Und der Mauerbrecher war, der war auch irgendwie doof. Der war ziemlich unsinnig gerade. Aber der sollte passen. Und jetzt sollte auch der Funnel eigentlich passen. Richtung Rathaus. Da müssen wir halt von der Seite jetzt gleich rein. Okay. So, damit er mir nicht alle meine Heiler wegbrennt, friesen wir den mal eben. Und nehmen hier einmal den Mauerbrecher rein. Einmal ihn hier und einmal ihn hier. Sehr schön. Fokus ist aber natürlich auf dem Roll Champion mit dem neuen, mit der neuen epischen Ausrüstung, würde ich sagen. Und das wird jetzt doch ein bisschen Fille hier. Aha. Toto, was. Da habe ich jetzt gerade wieder ein bisschen doof. Habe ich jetzt gerade wieder ein bisschen doof gemacht. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Da habe ich mal wieder ins Loch gefriest. Also der Fries war recht unnötig gerade. Okay. Ich würde sogar sagen, der war richtig unnötig. Aber hier ist mal richtig Feuer. Den kriege ich auch. Schade. Den kriege ich da doch nicht gelenkt. Okay. Aber hier haben wir noch ein paar Schweinereiter und ein paar Miner. Die nehmen wir noch mal ein bisschen in Heilung. Ich habe noch meine Queen, okay. Aber die geht jetzt gleich auch drauf. Deswegen gehen wir jetzt mal von hier aus rein. Okay, jetzt haben wir World Champion mit drin. Und jetzt schauen wir mal, ob wir gleich die 8 Gebäude mitkriegen hier. Oder die 8 Schuss. 1, ah ja, okay. Jetzt sieht man es natürlich richtig deutlich. Cooles Ding. Sehr cool. Wow, der macht aber richtig Schaden, Leute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donnerwetter. Der macht aber richtig Pfeffer, ne? Was haltet ihr von dem neuen Pfeil? Von dem Raketenpfeil? Ist der gut oder ist der gut? Ist der gut, Leute, oder ist der gut? Also ich finde ihn sehr, 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 sehr gut oder sehr, sehr schick. Und dann haben wir auch schon wieder ein paar Eiswürfel reinbekommen hier. Nehmen wir das auch nochmal so mit und nehmen einmal etwas andere Clanburg, obwohl die Clanburg können wir eigentlich lassen. Achso, ich hab den Gift jetzt nicht genommen. Da nahm ich ja immer diese Clanburg hier mit, weil ich jetzt mit den Reiterinnen nochmal am Start bin. Und ich musste mir gestern Abend immer sagen, Toto, du hast jetzt keine Heiler dabei. Ja, ich habe jetzt keine Heiler dabei. Ja, ich habe keine Heiler dabei. Okay, ich habe keine Heiler dabei. Ich muss da nur dran denken, dass ich halt keine Heiler dabei habe. Ja, machen wir weiter. Oh, das war ein heftiges Dorf. Heieieiei. Okay. Den können wir mitnehmen, glaube ich. Den können wir, glaube ich, mitnehmen. Wir machen da mal auf. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und naja, vielleicht ist die nicht so gut gewählt hier. Mal sehen, ob hier irgendwie ein Tesla steht oder sowas. Da steht auf jeden Fall kein Tesla, dann nehmen wir den da doch mal mit rein. Okay. Ich weiß, Leute, ich habe keinen
Ich habe kein Heil dabei. Ja, muss ja immer dran denken. Ich habe kein Heil dabei. Ja, ich habe kein Heil dabei. So, dann machen wir hier schon mal ein bisschen weg. Dann können wir hier gleich... Ja, so gut habe ich jetzt nicht gefunnelt, aber ich habe jetzt auch nicht so schlecht gefunnelt, ne? Da ist jetzt noch ein Lager offen. Das können wir natürlich hier mal mit zwei Bogenschützen holen. Und jetzt läuft mir schon fast ein bisschen die Zeit davon. Aber auch nur fast. Nehmen wir hier mal zwei davon, einen davon. Jetzt habe ich nur noch 1,57. Okay, dann können wir die hier reinpushen. Das war jetzt ein bisschen länger gefunnelt als normal, ne? War gerade ein bisschen länger gefunnelt als normal, ich weiß. So, wir nehmen das da hinten mal in Wurzel. Wir sind schon in der Base. Dann nehmen wir den Gift dafür. Wir wurzeln hier weiter, hoffe ich. Boah, was ist das C da am Rathaus? Meine Herren, ist das C. Geht ja gar nicht. Okay, wir sitzen in Roll Champion. Weil jetzt müsste das da gleich aufgehen. Geht's auch. Okay. Queen nochmal gedrückt. Der war jetzt nicht so schick, Leute. Aber mal sehen, ein paar Hocks und die Rakete dahinter. Haben wir noch Raketen? Jo, ja, da haben wir noch eine für. Und auch für den Tesla haben wir noch eine. Und, oh, geht der weit. Habt ihr das gesehen? Geht der weit. Jetzt haben wir wieder den normalen. Der ging aber richtig weit gerade, ne? Meine Herren, der ging aber mal richtig weit gerade. Naja, gut, alles schaffen wir jetzt nicht mehr. Vor allen Dingen haben wir null Cleanup dabei, okay. Ein paar Pokälchen bekommen wir jetzt noch, dann ne? Werden wir nochmal unsichtbar. Ja, aber die Zeit hat jetzt nicht mehr gereicht. Ich habe ein bisschen zu lange zum Funneln gebraucht, ne? Das war ein bisschen zu lange zum Funneln. Aber wir haben jetzt schon wieder die ersten Sachen hier in TUS und haben den jetzt auch schon wieder ein bisschen weitergespielt. Lohnt sich auf jeden Fall, sich den zu kaufen. Ihr seht 1500. Ich kann auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr kaufen und mache jetzt als nächstes, wenn ihr damit einverstanden seid, den Feuerball vom Worden, damit wir da auch mal ein bisschen so ganz, ganz langsam reinkommen. Aber mich würde auf jeden Fall interessieren, was haltet ihr vom neuen Raketenspeer? Gut, nicht gut? Habt ihr auch schon equipped oder auch schon mal probiert oder noch nicht? Lohnt sich der auch auf kleineren Rathausstufen? Also ab 13 haben wir den Royal Champion ja. Und lohnt es sich auch da schon, den zu equippen? Oder lohnt es sich erst im High-End-Bereich, also 15, 16 oder gar erst nur 16? Das könnt ihr mir gerne bitte in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr der Meinung seid, das hat euch ganz gut gefallen hier, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Heißt eigentlich nur noch, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, oder? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und haltet unserer Mannschaft auf jeden Fall die Daumen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.